Hier sehen Sie den Arco-Fettabscheider, in dem über den Zulauf einströmende fetthaltige Küchenabwasser mittels Schwerkraft behandelt wird. Das geht folgendermaßen: Fette haben eine geringere Dichte als Wasser, treiben deswegen nach oben in den oberen Bereich des Fettabscheiders, und Sink- und Schlammstoffe haben eine höhere Dichte als Abwasser und sinken deswegen zu Boden. Die mehr oder weniger klare Abwasserphase gelangt dann in den Ablauf und gelangt dann in die öffentliche Kanalisation. In dem Abscheider, muss man bedenken, herrschen relativ hohe Temperaturen, das heißt im Durchschnitt 30 bis 40 Grad, und bieten daher eine optimale Voraussetzung für eine Wärmerückgewinnung.